Was geht ab? Emin Films ist am Start. Auf jeden Fall willkommen bei einer neuen Folge Real Life Story bzw. bei der zweiten Story. Ich möchte euch auf jeden Fall heute ein Thema vorstellen, was jetzt nicht so krass ernst war wie das letzte, weil beim letzten wurde ich auch am Ende ein bisschen sauer, weil Mobbing auch eben gang und gäbe ist. Aber bei dieser Real Life Story geht es darum, dass ich euch erzähle, was passiert ist in meiner jungen Zeit als, ja, Emin. Und ich möchte anfangen mit dem Thema, und zwar mein Cousin, ich, mein Bruder und, also beziehungsweise zwei Cousins von mir. Mein Bruder, den einen kennt ihr schon, Mongo4876, wie auch immer. Den haben wir in ein paar Vlogs auf jeden Fall gesehen. Und diese Themen bei den Real-Life-Stories möchte ich nicht so übertrieben lustig angehen, weil auf viele Sachen bin ich einfach nicht stolz drauf. Und ich denke, viele von euch werden das genauso sehen. Ich wollte eigentlich nicht, dass meine Kinder, beziehungsweise die Kinder, die meine YouTube-Videos schauen, die auch in meinen Kursen sind, die ganzen Sachen wissen. Dennoch habe ich mir gedacht, komm, die ganzen Sachen musst du teilen, weil du hast Fehler in deiner Jugend gemacht und diese Sachen haben sich mit der Zeit eben gebessert. Wie viele von euch wahrscheinlich schon wissen, hatte ich mal so eine kleine Assi-Zeit, als ich mal ein bisschen jünger war. Da gab es auch so die ein oder andere Geschichte, die dann eben zusammengekommen ist. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe einen Gaming-Channel, das heißt, auf diesem Channel wird kein Gaming mehr stattfinden. Ich möchte das trennen, weil viele Leute eben sagten, okay, ich möchte doch nur Vlogs gucken und manche Leute meinten, ich möchte doch nur Games gucken. Deswegen habe ich das beide gesplittet. Unten ist der erste Link auf jeden Fall mein Gaming-Channel. Abgesehen davon, bevor ich anfange, wer Lust hat, auch nicht nur von mir Real-Life-Stories zu hören, von meinem Bruder, der hat nämlich extrem krasse Geschichten und vielleicht hat er auch Lust, da mitzumachen. Ich habe ihn noch nicht gefragt, aber wer Lust hat, klickt auf jeden Fall auf den Like-Button, kommentiert auf jeden Fall, ob ihr das Ganze hören möchtet, dann werde ich ihn fragen, ob wir das Ganze machen können. Let's go zu der Geschichte. Die Real-Life-Story hat auf jeden Fall in meinen jungen Jahren angefangen. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht 13, 14 Jahre alt, ich sag mal, einfach mal Pi mal Daumen, ich bin mir nicht da ganz sicher. Fangen erstmal an, ich war mit meinen zwei Cousins, also mit Mongo487, wie auch immer, und mit dem Bruder und mit meinem Bruder waren wir zu Hause. Meine Schwester, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie hatte eine Ausbildung irgendwo, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo es war, aber ich glaube, sie hatte auf jeden Fall eine Ausbildung woanders, auf jeden Fall nicht in Köln. Deswegen hatten wir den Dachboden ganz allein für uns, bedeutet, meine Schwester hat da gelebt, ja, beziehungsweise die hatte ihr eigenes Zimmer oben auf dem Dachboden und wir hatten so gesagt eigene Räume, eigene Zimmer. Bedeutet, wir waren oben, wir haben gechillt, meine beiden Cousins wollten natürlich bei mir pennen, das haben wir öfter Wochenends gemacht. Und dann haben wir halt eben gechillt, haben, wie gesagt, einfach das gemacht, was Jugendliche machen. Wir haben viel geredet. Damals gab es nicht die Handys, die man heutzutage hat. Damals gab es so diese Club-Handys und so ein Kram. Deswegen haben wir eher miteinander geredet und eher gechillt, Spaßkämpfchen gemacht und so. Ich glaube, das kennt der ein oder andere von euch noch. Und dann haben wir uns die Nacht überlegt. Wir waren immer so Ausreißer, ja. Wir sind immer nachts abgehauen. Und da kamen immer krasse Geschichten bei rum. Und die erste Geschichte erzähle ich euch jetzt. Wir waren eben in diesem Zimmer, haben dann gedacht, komm Jungs, lass mal ein bisschen raus chillen, weil das ist irgendwie cooler gewesen, nachts eben draußen zu sein, weil es ja verboten war. Und da haben wir unsere Sachen gepackt, als meine Mom am Pennen war. Da war auch nur meine Mom, glaube ich, zu Hause. Da ist sie dann pennen gegangen und wir haben uns überlegt, okay, let's go, let's go, let's do this. Und ja, sind dann eben rausgegangen, ne? Haben unsere Tasche gepackt und sind dann, haben unsere Schuhe angezogen und so. Und dann sind wir ganz leise an die Tür gegangen, haben das ganz leise aufgemacht und man konnte das immer so ein bisschen hören. Wenn man den Türknauf runtergedrückt hat, dann hat man immer so ein kleines Klicken gehört und wir hatten immer Angst, dass meine Mom aufsteht. Meist haben wir vorher die Tür aufgemacht, dann haben wir noch ein bisschen gechillt oben, damit das keiner checkt. Und dann sind wir erst rausgegangen. Das heißt, wir hatten die Tür immer eine Zeit lang auf, was ein bisschen blöd war, was eigentlich eine dumme Idee ist. Das war so quasi unsere Taktik, um rauszukommen. Und dann sind wir natürlich alle raus, ja. Wir sind rausgegangen zusammen, sind dann in Richtung Bahnhaltestelle runter. Das heißt Hoppenkamp. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, ja. Wir haben uns natürlich nichts dabei gedacht, sind einfach weiter runtergegangen. Und dann fängt es an mit der Geschichte, ja, mit der krassen Geschichte. Bedeutet, wir sind runtergegangen, da gab es so Treppen, um zur Bahnhaltestelle zu gehen. Wir sind runtergegangen und wir haben keinen Menschen gesehen, ja. Auf der Straße war gar kein Mensch. Ich weiß nicht, wie viel Uhr es war. 4 Uhr, 3, 4 Uhr, haben wir auf einmal irgendein Hey gehört. Wir haben uns umgedreht und mit diesem Umdrehen, ja, mit diesem Wum, ja, sind wir alle losgelaufen. Warum, erzähle ich euch jetzt. Und zwar stand da ein Polizist. Wir sind alle vier
mit 12, 13, 14 sind wir losgelaufen, ja. Stellt euch vor, ihr seid zu viert und ihr lauft los und irgendwann war es so, dass wir gemerkt haben, ey, mein kleiner Cousin ist nicht dabei, Mongo 84, bla bla bla. Und er war dann ja noch jünger. Bedeutet, er war 1-2 Jahre jünger als ich und noch viel jünger als mein Bruder und mein anderer Cousin. Wir wussten natürlich nicht, was abgeht. Wir haben gedacht, komm, er packt es schon. Falls er von den Bullen erwischt wurde, dann werden wir das später merken. Wir sind aber weitergelaufen und der Polizist ist uns hinterhergelaufen, ja. Um sein Leben, wir auch. Wir waren natürlich jung, deswegen waren wir auch übertrieben schnell. Und wir waren immer sportlich, bedeutet, wir waren nie irgendwie die Leute, die zu Hause gesessen haben. Natürlich mit dem Adrenalinschub ging es richtig los. Und wir hatten so einen Speed drauf, das war abnormal. Der Polizist ist auf jeden Fall nicht hinter uns hergekommen. Ich weiß nicht, was das für ein Polizist war, aber wir sind quasi dann kurz vor einer Hecke gewesen. Und mein Bruder hat gesagt, ey, lass da drüber springen, weil wenn wir da drüber springen, dann sind wir hinter der Hecke und dann finden die uns nicht. Mein Bruder ist 2-3 Schritte zurückgegangen und hat dann Anlauf genommen. Und was wir nicht entdeckt haben, weil es auch so dunkel war, und zwar zwischen dieser Hecke war so ein Drahtseil, ja, so quasi so ein Zaun. Da hättest du niemals durchkommen können. Egal, was du gemacht hättest, du hättest da niemals durchkommen können. Mein Bruder ist gelaufen gegen diese Hecke und hat sich dann einfach hingelegt. Ihr müsst euch das so vorstellen, er läuft los, knallt gegen die Hecke und fliegt mit diesem Schwung, den er da reingesetzt hat, einfach wieder zurück. Und der Halli, beziehungsweise mein Cousin und ich, wir haben uns einfach so krass kaputt gelacht, obwohl die Polizei hinter uns war, ja. Wir haben uns so krass kaputt gelacht, mit dem Kaputtlachen ist er wieder aufgestanden und wir sind wieder weitergelaufen. Dann sind wir quasi in einen Garten von einem Haus gegangen und da war zum Glück so ein Bäumchen und dann haben wir uns in dieses Bäumchen gepflanzt, ja, hinter dieses Bäumchen und haben da gewartet. Dann kam mein Bruder oder der Halli, ich bin mir nicht sicher, auf die glorreiche Idee, ey, wir sind viel zu hell angezogen. Ich glaube, wir hatten weiße Klamotten an oder so, damit man uns nicht erkennt. Lass unsere Oberteile ausziehen, ja? Und wir standen dann alle, ich glaube, außer mein Bruder oder der Halli, wir standen alle quasi halbnackt da, quasi oberkörperfrei und es war arschkalt und es hatte auch geregnet. Wir standen einfach in diesem Regen, ohne Oberteil, ja, standen wir da in der Hocke, in diesem Gebüsch einfach drin. Und das Komische daran war, wir waren da nicht nur irgendwie eine halbe Stunde oder so, sind dann wieder gegangen, sondern wir waren da mehrere Stunden. Ja, das heißt, wir saßen an einem Fleck mehrere Stunden und wir haben uns nicht getraut, einen Schritt zur Seite zu machen. Ihr könnt euch vorstellen, was da für eine Angst bei einem 14-, 13-Jährigen oder auch 12-Jährigen da aufkommt. Und es macht natürlich Angst, wenn du alleine nachts dann irgendwo in der Ecke saßt. Wir hatten jetzt nicht in dem Sinne Angst, oh, jetzt tut uns jemand was, sondern einfach nur von der Polizei. Ihr kennt das, wenn ihr ein bisschen, ich sag mal, in dieser Assi-Zeit seid, dann denkt ihr, oh, fuck the police, coming straight from the underground und so weiter. Aber der Halil hatte vor allem Angst wegen seinem kleinen Bruder. Ja, er war noch jünger. Stellt euch vor, er war wirklich klein. Er war wirklich klein. Irgendwann ist uns in Gedanken gekommen, ey, wo ist eigentlich der Bilal? Ja, wo ist eigentlich mein Cousin? Wo kann er sein? Wir hatten nämlich keine Idee. Der Bilal hatte ein Handy, beziehungsweise mein Cousin, der nicht da war, hatte ein Handy, aber wir hatten kein Handy dabei. So, der Bilal war der einzige quasi, der erreicht werden könnte, aber wir hatten keine Handys dabei, um ihn zu erreichen. Das heißt, wir wissen nicht, wo er ist, mitten in der Nacht. Und immer wieder, zwischenzeitlich, kamen halt immer so Polizisten, haben quasi so immer mit den Lampen quasi in diese Straßenseiten geguckt, um uns zu finden. Aber wir waren quasi in so einer Ecke, dass man das halt mit dem Licht nicht sehen konnte. Und deswegen waren wir schon safe, haben da eben 2-3 Stunden, ich weiß nicht, wie lange wir da waren, eben in diesem Regen, halb nackt eben gewartet. Und dann sind wir los Richtung nach Hause, indem wir gemerkt haben, okay, es wird ein bisschen ruhiger. Auf dem Weg nach Hause, ja, haben wir uns natürlich immer die Frage gestellt, wo ist der Bilal, wo kann mein kleiner Cousin sein, wo kann sein kleiner Bruder sein. Wir waren dann irgendwann wieder vor der Tür und wollten natürlich nicht klingeln. Wir haben so ein kleines Fenster, wo man durchsehen konnte damals. Und da haben wir einfach meinen kleinen Cousin dort liegen sehen, auf dem Sofa im Wohnzimmer mit dem Telefon in der Hand. Bedeutet, er ist sicher nach Hause gekommen, ist aber auf dem Weg eingepennt. So, wir überlegen, okay, wie können wir ihn aufwecken? Und wir haben einfach keine Chance gehabt, ihn irgendwie aufzuwecken. Wir haben die ganze Zeit leicht geklopft. Meine Mama durfte das ja nicht irgendwie mitbekommen und haben die ganze Zeit geklopft. Er steht nicht auf, keine Chance. Irgendwann hat meine Mom die Tür aufgemacht und hat natürlich gefragt, was ist los mit euch? Warum seid ihr um die Zeit draußen? Und wir haben dann natürlich eine Ausrede überlegt und haben gesagt, ja, dem Halil bzw. meinem älteren Cousin ging es schlecht und deswegen sind wir rausgegangen und so. Und natürlich hat sie uns das nicht geglaubt. Ja, wie es als Kind halt ist. Man kann halt die Mama nicht anlügen. Ja, versucht nicht eure Mama anzulügen, sagt immer die Wahrheit, weil die wissen immer die Wahrheit. Ja, irgendwann kommt sowieso raus. Meine Mutter wusste auf jeden Fall, dass wir rausgegangen sind,
hat auch richtig geschimpft, ist dann aber irgendwann nochmal hoch pennen gegangen. Wir haben dann natürlich meinen Cousin aufgeweckt und sind natürlich wieder oben aufs Dachboden gegangen und haben dann mit ihm geredet. Was ist denn passiert? Warum bist du irgendwo anders lang gelaufen? Was war? Das ist quasi der Höhepunkt der Geschichte, weswegen ich das hier erzähle. Und zwar hat er uns erzählt, und das Ganze war auch wahr, weil er hat das über die Jahre behalten, sonst hätte er uns nicht angelogen, einfach so. Und zwar ist er in Gebüsch gelaufen. Was er direkt bemerkt hat, ist, dass da ein, sag ich mal, er hat es damals schwarzer Mann gesagt, das heißt ein Farbiger, war dann da auch im Gebüsch, wahrscheinlich mit Drogen vollgepumpt oder mit Alkohol. Und mein Cousin hatte natürlich in dem Alter übertrieben Angst. Er hat ihm auf jeden Fall direkt, meinte er, bevor er angefangen hat zu reden, habe ich ihm mein Handy gegeben und meinte, ey, tu mir bitte nichts, nimm einfach mein Handy und lass mich in Ruhe. Und der Farbige war aber eher ein Korrekter und meinte, ey, alles gut, keine Angst, ich will dir nicht dein Handy oder so wegnehmen, ich bin nicht asozial oder so. Wie kommst du hier hin, warum bist du nachts draußen etc. hat er mit ihm angefangen halt so ein bisschen Smalltalk zu machen. Und dann kam die Härte. Der Mann, also dieser Farbige, hat dann angefangen, nachdem halt dieser Bulle sowieso hinter uns her war und nicht hinter denen, dann hat der farbige Mann, der anscheinend richtig nett war, hat ihn dann mitgenommen, hat ihn quasi bis nach Hause gebracht, beziehungsweise bis vor unsere Tür und hat ihn dann noch reingelassen, bis er reingegangen ist. Deswegen nochmal Dankeschön an den vor 10 Jahren existierenden Farbigen, der meinem Cousin da geholfen hat. Der Clou war, wir waren die einzigen, die nicht die Schlüssel hatten. Also nicht nur, wir hatten nicht nur kein Handy, sondern wir hatten auch keinen Schlüssel. Mein Cousin war der Einzige, der den Schlüssel hat. Ich weiß gar nicht, wie wir auf den Gedanken kamen, dem Jüngsten den Schlüssel zu geben. Aber ja, wir wurden dann erwischt. Und mein Cousin kam auch heile an, ist dann halt eingeschlafen, deswegen wurden wir erwischt. Wenn ich ununterbrochen rede, kriege ich jetzt schon glasige Augen, ich habe gerade gehustet. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, das war eigentlich so die Geschichte. Und ich fange so langsam an, so Stück für Stück immer krassere Geschichten zu erzählen, ja. Also das ist bisher noch nicht das Krasseste gewesen. Es werden viele Real-Life-Stories folgen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und euch hat die Story gefallen, hat euch so ein bisschen entertained. Ich bedanke mich natürlich auch für jeden Daumen hoch und natürlich auch für alle Kommentare, die ihr mir schreibt. Ich lese nämlich alle. In diesem Sinne, abonnieren, kommentieren, Daumen hoch und wenn ihr einen Daumen runter gebt, wisst ihr Bescheid, kriegt ihr keine Cookies. Peace out, Emil Films. Ciao.